Spürt das. Alles drei Fünfer, den ich mich nicht Aufnahme geworfen habe. läuft. Ja, man möchte ja eigentlich erwarten, dass die Leute in Sicherheitsdiensten ordentlich bezahlt werden. Weil, was für eine Motivation hast du denn, den Besitz anderer zu schützen, wenn du dafür im Prinzip nichts kriegst? Ja, aber jetzt mal beiseite von dem ganzen Leute beschützen und sowas, der Flughafen Security wird extrem gut bezahlt. Ja. Im Ja, größten Teil von Flughäfen sind Deutschland. aber auch begehrte Ziele. Ja, aber im größten Teil von Deutschland kriegst du da locker 20 Euro die Stunde. 20 Euro die Stunde. Ja, ich weiß. Und du Habe ich musst mit den gemacht. ganzen Fluggästen, die meinen, sie müssten Genau. da auf dem Tresen hüpfen, rumeiern. Ja, klar. Das ist kein Job, wo du zwischendurch Pause machst. Das ist der Unterschied. Natürlich, Was, wenn natürlich, du bei einem aber es ist Museum ein arbeitest oder Unterschied. so, das ist nicht machbar. So. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich mir den Scheiß geben muss Oder und ich dafür weiß. ordentlich bezahlt wird oder halt in der Gastro und Scheißdreck kriegt dafür. Ja, ich weiß. Ich weiß, wie du es meinst. Das ist ein Schritt nach oben, aber für Gastro geht es nur nach oben. Da wird bei Lidl an der Kasse nicht mehr verdienen. Also, wenn du Sicherheit hast, dann schau noch was, wo du halt ein bisschen easy machen kannst und was anderes tun kannst. Ja. Meinem Aus ist zu Buch schnell. schreiben oder so. Zum Beispiel Kaufhausdetektiv wurde auch so angeboten oder so. Oh, nein. Auch gut bezahlt. Nein. Mach's nicht. In Amerika ist es Oh. gerade ja offensichtlich in Mode gekommen, dass man da fröhlich in Läden klaut, wie blöde. Nee, das ist ein republikanisches Scheißding. Ich kann dir nur Ich sagen, sehe da wenn du so dauernd Videos. Kaufhausdetektiv wärst, gibt es für mich einen Grund, das zu machen. Und das ist es, Leute weglaufen zu lassen, die klauen. Die haben Nebel vor die Garage geschmissen. Granate hat mich. Ich weiß Wurden nicht, wie von low der sie Garage ist, aber gewählt. sie ist richtig low. Von wo denn? Garage oder? Garage, ja, haben sie aufgesprengt. Ich habe ein Licht in den Laserschranke davor geschmissen. Also hintere Garage, da wo Ja, wir das Zeug. ja, noch. Ich hab's ja auch noch eingehittet, aber ich bin Au! tot. Wie treffen die mich denn? Ich sehe die nicht mal. Lol, die Laserschranke gerannt. Diana, er vermutet. Für mich ist das hier nichts. Alter! Von oben? Von oben, Tatsache. Was ist das denn für eine Stelle? Ja, dieses Hedge ist Die ein Hedge. hat oben durch eine. Ja, das mache ich auch immer. Ich wusste Das gar ist nicht, dass es ein. das geht. Du kannst das mit Fuse richtig geil machen, weil du kannst da durchfusen, durch das Loch da. Du hängst das ans Fenster rein und die zweite gleich hinterher. Die erste reißt ein Loch rein und die zweite fliegt dann durch. Das kannst du sogar noch weiter. Wenn du ganz oben an das Fenster Ja, gehst, genau. und ins Große, dann kannst du das halt auch einmal ausnutzen. Kannst auch einfach, Aber wenn ich du hab. oben ins große Fenster reingehst, im zweiten Stock schon fusen, direkt alle Fuse-Ladungen durch und du machst komplett unten den ganzen Boden auf. Das spielt kein Schwein in ELA. Jetzt, wenn ich mal ELA spielen will, dann ist die ganze Zeit ELA besetzt. Ich habe heute mit ELA schon ein paar Runden gerissen. Auf jeden Fall gut, dass du was suchst und nicht nur rumliegst. Bleib Ja, aktiv. natürlich. Muss sein. Auf jeden Fall sein. Weil die DPs kicken hart, aber die kicken noch härter, wenn du nichts brauchst. Du hast keine Ahnung, wie gerne ich jetzt an dir vorbeirennen würde und da einfach Impact aufschmeißen. Kann man machen, ja. Ich habe keinen Impact. Aber der Witz wäre halt so gut. Ich habe Freunde.
Ja, genau, die Asher doch an, Alter. Kein Scheiß, Mann. Wo war die denn? Wo war die? Die ist Trophies, der ist hoch. Okay. Die hat an, die hat wirklich an. Ja, Nock ist drin, Nock ist drin. Was guckt denn der andere da? Genau, die ist drin bei dir. Links. Links. Ja, das war den Ton los, ey. Um die Ecke sind drei Leute. Wuff! Ich bin voll ins Crossfire gerannt. Ja, genau, genau. Triple Headshot, Alter. Dann sag mir, dass die Ash nicht anhat. Okay. Komm, sie hat nicht an. Och Mann, das ist doch so scheiße. Ich muss erstmal warm werden, glaube ich. Ich habe gerade zu viel Everspace gespielt. Du musst mir mal zeigen, wo die das gemacht haben mit dem Fenster, mit der Garage. Das ist ja fies, ey. Abgesehen davon wurde aber tatsächlich der Puls durch die Wand gedauert. Bei mir hat sie einen Millimeter vom Kopf gesehen. Das, und zu einer Stelle, wo sie niemals eigentlich normal hätte hinschaut. Oh, ich kann nicht mehr sprechen, weil ich jetzt schon zu wild bin. Meine Fresse. Ich spiele den ganzen Tag Elden Ring. Ohne Elden Ring, um mal runterzukommen, das schnapp ich nicht so auf. Keller scheint klar zu sein, ja. Ist klar, ja. Und wie gefällt dir das Ring? So im Vergleich zu anderen Alternativen? Hammer geiles Spiel, wirklich. Ah, das ist besser. Schreiblich geil. Ich habe neulich meinen Neffen anrechnen gelassen, seitdem ist meine Mausgeschwindigkeit völlig von Art. Muss ich alles nur einstellen. Das ist ein Moxie. Ich hab dich gewettet. Warnt. Was schon? Du hast auch geschossen, mehr nicht. Und er gibt mir einen. Toll. Da hockt einer auf 4. Sieht wie Frost aus. Ja, das ist der Frost. Komm oben am Fenster, ich lenke ihn ab. Noch einer am Fenster. Wir sind zu zweit am Fenster. John ist schon drinne. Also, ich dachte, du bist hinter mir. Er macht jetzt einen Die Hard. Kann ich nicht rushen. Ja, Mann, ich bin auch scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Vielleicht ist heute Ash nicht deins. Ich glaube, Rainbow ist heute nicht meins. Ich hab die Iana so hart angeschossen gehabt, als sie vorher rein ist, und sie ist nicht gestorben. Ja, wir brauchen noch andere Gegner. Aber ey, ich muss sie schicken, dass die aufgeht mit so einem Headshot, die alte Ratte. Oh. Du könntest recht haben mit dem Cheater, by the way. Ja, ich weiß. Ich sag das auch nicht einfach nur jedes Mal ohne Grund. Naja, also. Ich sag's nicht immer ohne Grund. Vor 2 Jahren, was ist das Spiel ist da hinten. Aber ist das echt so schlimm mit den meisten Sicherheitsdiensten, dass sie so scheiße zahlen? Ich meine, wie viel hat man denn im Monat mit dem Sicherheitsdienst? Es kommt doch an, was du machst. Ja, zwischen 13 und 20 Euro. Ja, ich will ja nicht stündlich wissen, sondern monatlich. Ende des Monats hast du 13 bis 20 Euro. Ja, ich würde mal so 30 bis 50.000 im Jahr. Im Monat, keine Ahnung, was ist ich,
Ich kann dir eine genaue Auflistung geben, Stella, aber ja. Guto oder der Vorteil ist, wenn du halt einen geilen Sicherheitsjob hast, dann bist du zum Beispiel in einer Feuerleitstelle oder in einer Feuerleitwache, da hast du null zu tun. Und ich meine wirklich null. Also wirklich große, dicke, fette Null. Moment, eine Feuerleitwache? Ja, du wartest nur darauf, dass irgendwo ein Löchchen angeht, dann rufst du da an, fragst, ob es bei dem brennt. Wenn sie ja sagen, schickst du jemanden hin. Und das ist dein Job. Krass. Du sitzt wirklich nur da und guckst, ob ein Blümchen angehen oder nicht. Aber du wirst halt blöde dabei. So, also zockst halt meistens nebenbei oder machst irgendwas anderes als den Job, den du gerade bezahlt wirst. Das ist ja einfach nur ein anderer Concierge-Job. Und Werkschutz ist genauso. Du sitzt halt nur an dem Tisch. So, und gehst einmal wieder mal durch und schaust, ob die Fabrik brennt. Ich hätte einen Job bekommen, aber da wäre ich die ganze Zeit unterwegs gewesen, wäre vielleicht dreimal im Jahr zu Hause, dreimal im Monat zu Hause. Ja. Und vor einem Jahr hätte ich das sofort gemacht, aber weil ich ja jetzt Alter! Wird das nichts mehr. Du hättest mich auch fragen können nach dem Loch, anstatt mir die Geschoss um den Kopf zu hauen. In Ela und es ist gerade Unsterblichkeitsmodus. Was? Unsterblichkeitsmodus? Wo bist du denn? Ich verstehe kein Wort. Hä? Gott, ich krieg. Hier bitte nicht zumachen. Es macht immer sehr viel Spaß, die Leute wegzunehmen. Die öffnen mit Ace. Das gibt's nicht. Zwei Leute Front Balcony. Ja, einen hab ich. Einer. Ace. Was? Na! Oh. Sind drin. Ja, direkt an einem IQ ist im Prinzip nur durchgerannt. Was war das? Beides ist ja tot, dann brauche ich keine Callouts mehr machen. In der Tat. Ja, und Solis hat eine Schrotflinte mit Red Dot. Wir machen gerade keine gute Figur, glaube ich. Überhaupt nicht. Wollen wir vielleicht die Aufnahme passieren, bis wir ein bisschen besser geworden sind? Ich bin hier vor, das. Ich habe einen Kill gemacht. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Ey, müssen wir das zu für den Arsch. Jetzt macht Zinner ernst. Ja. Ich muss irgendwie mal einen Kill machen. Irgendwie müssen wir das mal gewinnen jetzt. Ich muss dazu sagen, Sinner ist der einzige Mensch, den ich kenne, der Tatanka gespielt hat, bevor er gut wurde. Und danach schlechter geworden. Wieso, Tatanka ist auch eigentlich. Naja, der MG-Schutz fehlt dann, ne? Und über den Blitz müssen wir nicht reden, ne? Was ist denn mit Blitz? Du hast Blitz gespielt, bevor Blitz gut war. Du spielst immer noch Blitz. Natürlich, Blitz ist immer gut gewesen. Kommt drauf an, auf welcher Seite vom Schild du stehst. Manchmal sehe ich Sinner eigentlich nur kurz hinter mir und dann drehe ich mich um, dann ist er weg und ich höre nur irgendwo auf der anderen Seite keine Explosion hochgehen. Guten Tag. Ja, tun sie? Manchmal höre ich auch nur Schreie. Sonnentermin, ne? Ja, genau, 11 Uhr. Dann packt Zinder als Blitz die. Besten Dank, tschüss. Aus. Normalerweise erinnern die einen über E-Mails. Da sind nichts mehr. In letzter Zeit sehe ich davon ab, bei unbekannten Anrufen. Mich mit Namen zu melden. Dann bekommt Werbeanrufe. Nein. Oh, mein ganzes Ela-Magazin auf eine Drohne verbraten. Ich konnte mir diesen Wunsch erfüllen. Es gibt's nicht! Ist drin, Amaru. Mhm.
weiß, ich stand hinter dir, ich hab's aber nur noch wegflitzen können. Ich glaube, ich habe mal wieder durch den Balkon geschossen gerade. Hm. Hier vorne ist einer. Fuck, wo schießen die denn hin? Henkel, hängt hier am Fenster, baut dann. Bei 4, bei 4. Lass auch weg. Wir haben einen bei B drin, ne? Und über den Balkon hat mich einer erschossen, glaube ich. Ja, das war Checkel. Bitte zurück. Komm mal. Von B nach A schießen die rein, das ist... Geh nicht über A. Er macht sowas. Bei es ist aber einer drin. Fuck. Ihn Mann ist hat bei Pink. Wenig Lebensenergie. Er ist jetzt reingelaufen und zeigt. Ja, der ist schon drin? Ja, sag ich, bei A sitzt einer drin. Ja, aber das saß hinter dem Ding, wo man nicht angreifen kann. Das macht Sinn. Was war das denn für eine Reaktion? Ich krieg ganz merkwürdige Bilder hier von den Leuten. Auch von ihm gerade. Der ist an mir vorbeigelangt, hat mich kurz angesehen. Ich habe nicht mal gesehen, dass er in der Neuaufnahme geschossen hat. Das ist irgendwie ganz seltsam. Entweder die Leute machen irgendwas Unlustiges oder das Spiel macht was Unlustiges. Es ist bei Antwort B. Ubisoft, das ist Ubisoft. Das kann auch AB sein. Manchmal auch nur A, aber meistens B. AB ist auf jeden Fall positiv. Scheiße, ich wollte nicht Ash nehmen. Ich habe völlig vergessen, was meine Blutgruppe ist, fällt mir gerade ein. Auch nicht sicher. Ich wusste es eigentlich noch nie. In dem Krankenhaus konnten wir es auch nicht sagen. Wir sagen alle Menschen, die haben null negativ. Aus null positiv. Grund ist jemand von alle davon überzeugt, dass sie Blutgruppe 0 haben und dann gehen sie alle hin und haben alle AB. Nee, ich glaube, ich habe anscheinend null positiv. Ich glaube, ich habe B oder sowas. Irgendwann haben wir das mal gesagt, aber ich hab's vergessen. Ich würde ja Blutspenden gehen, um zu gucken, was ich habe, aber darf ich ja nicht mehr. Warum nicht? Wegen chronischer Krankheit. Was ist das? Naja, okay, musst du nicht sagen. Ja, wie gesagt, im Krankenhaus konnten sie es mir nicht sagen. Ich habe keinen übrigens. Du hast keine Krankheit, aber du hast eine chronische Krankheit. Du hast eine festgestellte Krankheit, die sie dir nicht mitteilen. Ich bin es. So, gehen wir Bad rein oder Freezer? Wir müssen uns entscheiden, Jungs, aber wir bleiben zusammen. Freezer. Am besten direkt durch die Küche. Ja, das ist Badbusch. Ach nee, das ist Fountainbusch. Also, ich wollte Spawnkill. Neat. Oh, ich hab meinen G-Bug. Hier ist Backsinner. Ich weiß nicht, wo er ist, aber da ist er. Gucken wir mal, dass wir John am Leben erhalten. Oh, er schnappt sich gerade, ich hab keinen Fein. Hier ist zu. Kann auch nach oben reingehen oder sowas. Alter, die Brava ist so scheiße. Da ist einer. Hätte er mir mit dem Gerät in der Hand liegen. Da sind zwei. Zwei sind drin, einer links, einer rechts. Einer ist down. Nice. Einer müsste links rum sein. Warte mal kurz. Oh, einer ist durchgehend. Ich hab keinen. Zweiten Raum. Mindestens zwei Raum. Zwei gerade durch. Komm mal nicht rein. Ich würde es anders versuchen. Außerdem geht doch die Side aus. Links von dir steht auch noch einer dran. Wir sind alle im Raum durchkaufen. Also. Kapkan ist drin. Nach links war, glaube ich, die Zorn. Aber ich glaube, die hast du gerade erwischt. Ping ihn mal ist noch. Oh, da hab ich nicht gesehen. Schade. Der steht im Pantry drin, ganz hinterm Regal. Wenn du droppst, ist direkt vor dir einer, ist noch.
Ja, da in der Ecke. Du hast ihn gesehen. Bin nur noch Kapkan, der ist. Es ist Zinne. Es ist Zinne. Denk dran, du hast ein Schild auf dem Rücken. Okay. Naja, nicht wenn ich den Kopf verliere. Schade. Schade. Das da kurz knapp aus. Ja, tatsächlich. Wenigstens haben wir es am Ende noch ins Schwitzen gebracht. Vielleicht das ja, nächste auch nur Kapkan nicht. Weil Kapkan, wie ich, einfach nur im Eck sitzt. Kapkan, der Schlappkan, der hat einfach gewartet und gewartet, bis ich den Kopf woanders hinränge. Hast du halt Schlappkan gesagt? Schlappkan. Ja. Alpha Pack available. Aviabel. Get me some Alpha. Warum habe ich keins? Das muss ich erst wahrscheinlich irgendwo holen oder so, ne? Ich habe keine Ahnung, wie diese Scheiße funktioniert heutzutage. Du kriegst Alpha Packs jetzt für Beginner Challenges. Die musst du dir in dem Beginner Challenger Screen abholen. Ach so. Keine Ahnung. Ich steig langsam nicht mehr durch. Die haben das Spiel so viel umgebaut, dass man da fast gar nichts mehr findet. Echt so. Ich finde die Lootboxen gar nicht mehr. Wir sind jetzt in der Map versteckt. Ja, nur musst du bestimmte Sachen anschießen oder draufschlagen, damit du sie findest. So wie Kann man bei da auf Battlefield. jeden Fall. Das über verschiedene Karten hinweg. Ab der nächsten Season ist Rainbow Battle Royale. Das kann kommen. Das, kein Witz, Das das kann kommen, wenn Ubisoft meint, dass es irgendwie rentabel mir wäre. kann niemand erzählen, dass die bei, wie ist das, Extraction nicht drüber nachgedacht haben. Das war garantiert, machen wir einen Zombie-Modus oder machen wir einen Battle Royale? Ja, dann so 10 Jahre nach dem Battle Royale sein Hype hatte. Und Ubisoft dann auch mal auf die Idee, hey, wir könnten ja über den Battle Royale machen. Naja, bei Call of Mit Duty den hat es funktioniert. Recycling-Operatoren. Ja, das stimmt, aber. Aber wenn wir es richtig gemacht haben, ne? Mit der Ja, ganzen genau. Action und so ein Kram. Bisschen besser gemacht als Ubisoft. Ja, Das Ubisoft hat Ding versucht, eine ist. schlechte Left 4 Dead-Kopie zu machen. 30 Jahre nach Left 4 Dead, wenn man ein Gefühl. Anstatt dass halt jeder was Eigenes macht oder sowas, so sehen Sie mal, einer kommt mit irgendwas durch und dann, oh, das können wir besser. Das können wir besser machen. Das können wir besser. Und dann macht jeder halt denselben Scheiß. Und dann sticht einer dabei wirklich heraus, weil er wirklich die richtigen Sachen macht und der Rest verkackt dabei. Es gibt zwei Spiele, die haben es hinbekommen. Das eine ist Left 4 Dead und das andere ist Vermintide. Und Darktide ist ein schlechteres Vermintide. Gibt es eigentlich mal irgendwie ein Update, das das vernünftig gemacht hat? Nee, Ein ne? Ram Tide. Es gab eine Menge gute Updates, aber ich habe gesagt, ich warte ein Jahr und daran halte ich mich. Ja, ich habe auch im Augenblick keine Lust, das Spiel wieder zu installieren und zu spielen. Nee. Wobei ich schon neugierig über einige der Updates bin, aber. Solange die keine Story weiter einbauen, können die mich mal. Die haben überall Werbung mit der Story gemacht und dann haben sie keine Story reingepackt. Also leck mich, echt. Ja. Das ist banal, dann hast du nicht mal was damit zu tun. Ich hätte nicht mal mit der Story gerechnet, aber die haben mit einer geredet. Und das. Die einzige Art und Weise, wie dein Charakter irgendwas mit der Story zu tun hat, ist, dass du am Ende in denselben Raum geführt wirst und dann der andere abgeknallt wird. Baut am Ping ist einer. Das ist ein Warden. Danke dir. Aber der ist weggelaufen. Soll ich ihn baiten? Nee, nee, lass besser. Ich verkack's eh. Da Nee, So, könnt ihr ausmachen? haben die hier keine Pass Dachmotten auf, in diesem ganz hinten Laden? rechts ist er. Ganz hinten rechts? Wie die AfD? Ja, ganz genau. Genau wie die AfD. Du hast es erfasst. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich überhaupt mache. Da bist du nicht der Einzige. Erst dann. Oh, das kam leider ein bisschen arg spät. Ja. Es ist wieder der gleiche, ist der gleichen Gegner übrigens. Und dieser Billy Typ hat schon wieder zwei Entwicklungen. Was zum Fick? War schneller mit dem Nahkampfangriff als ich.
Naja, das sah sehr angesnappt aus, oder? Ja, vor allen Dingen, eigentlich hätte er blind sein müssen. Weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, aber der hat seinen Account schon lange. Mindestens 3 Jahre. Hat ja nichts zu heißen. Du musst ja nicht nach 3 Jahren sagen, okay, ich check nicht. Ich habe heute keinen guten Tag, wie es scheint. Ja. Bis jetzt gerade lief's, Jungs. Bis wir gejoint Das hier geht. sind. Es hängt auch immer zusammen, dass ich dann anfange für euch mitzudenken. Und das ist dann immer, dann habe ich weniger Brainpower für meine Plays. Bist Das ist okay. Nachtbauter, darüber habe ich mir vorher Gedanken gemacht, wie das eigentlich ist. Du hast an sich richtig gute Strategien, nur wenn wir dann zusammen die Strategie machen, dann verkacken wir es meistens, weil du meistens für uns alle mitdenken musst. Aber wenn du mich alleine denken lässt, dann wird es auch nichts meistens. Klappt das gut, wenn ich tot bin und dir sage, was zu tun ist. Nicht unbedingt, weil dann kommt so ein. Kommt er erst auf der Treppe, dann gucke ich zu einer anderen Treppe und dann kommt er aber von der Treppe, auf die ich die ganze Zeit geschaut habe. Du bist im Raum mit der Treppe, ich sag, der ist auf der Treppe und du Sag guckst immer mal, zwei lädt das Räume Spiel weiter. irgendwie nicht? Kann das sein? Wir haben neue Spieler reinbekommen, ich denke mal, deswegen dauert es gerade länger. Einen neuen Spieler. Also ich bin immer noch im Ladebildschirm, falls es Ja, schon wir läuft auch. oder so. Wir auch. Ich hatte gestern ein Gespräch gehabt mit einem, der meinte so, ah, hier bla bla bla, Mandelmilch, als ob Mandelmilch geben. Und ich dachte so, es gibt echt Menschen, die so nachdenken. Ja, Schokomilch kommt von braunen Kühen. Na genau. Und dann dachte ich nur so, okay, gut. Ich glaube, mit dir muss ich nicht diskutieren. Der Verein hieß es schon im Mittelalter Mandelmilch. Also wenn du auf der Ebene diskutieren musst, dann kannst du sagen, ja, das gibt es schon seit dem Mittelalter, da hieß das schon Mandelmilch. Wir bleiben einfach mal dabei. Ich verstehe gerade den Hintergrund nicht, aber. Wasserwagen wurden auch nur erfunden, ne, um zu beweisen, dass die Erde flach ist. Mandelmilch darfst du nicht mehr Mandelmilch nennen, sondern Mandeldrink, weil Leute sich aufgeregt haben, dass das ja keine echte Milch ist. Ach, du meinst so wie bei Malzbier und Malztrunk? Ja. Weil ist ja kein Alkohol drin, darf nicht Bier genannt werden. Genau. Da rennt wieder meine Schrotflinte rum, der Sack. Das ist halt völlig befallen. Ich habe schon immer Malzbier zu Malztrunk gesagt und jetzt dann immer nachgelesen, das heißt ja eigentlich Malztrunk. Oder Wie ist denn Malztrink. diese russische Version? Der Open Ups, der ist Don Grün. Wie ist denn diese russische Version? Die Wodka. hat ja so einen coolen Namen. Nee. Die haben da die eine Dings aufgeschlagen bei der einen Kamera gerade. Da Ja, lugen sie wieder raus. die sitzen am Loch rum. Spielen sich wieder am Loch rum. Sehr ekelhaft. Da sind nicht mal Haare dran, ich finde es nicht. So, aber ich werde jetzt mal baiten, indem ich aufmache. Ich sag geschossen. Ich habe aufgemacht. Ah, oh, durch die Fronttür erschossen. So ein Penner, ey. Ich dir mal meine Kamera Ich ankommen. habe das nicht mal gehört, dass er das Ding aufgeschlagen hat. Guckst du dir meine Kamera bitte an? Deine Kamera, ja. Ich sehe deine Kamera und ist alles grün. Ist keiner? Niemanden, den ich sehe, aber ich vermute, er wird irgendwo einer rumrennen. Ich habe die. Ja, irgendjemand Ja, schießt. Ach, das bist du. ich bin hinter dir, Tom. Oben sitzt ja in einem Loch. Darum geht's. Die Kamera. Okay, so noch neue Kameras. Und direkt unter deinen Eiern sitze ich. Und Kamera kaputt. Und Kamera kaputt. Und einer unserer Teammitglieder kaputt. Er wurde vom Prinz gefressen. Das ist aber auch selber schuld. Komm, hast du einen Diffuser? Nee. Ne, der Diffuser liegt draußen irgendwo. Einer ist Er oben ist drin, oben. einer ist oben drin in dem kleinen Er ist Büro. oben, er ist oben. Das gibt's nicht. Wir sind Er ist echt oben, er ist scheiße oben. heute. Ich weiß, dass er oben ist. Ich habe ja auch auf ihn geschossen, aber ich habe ihn nicht gekillt. Ja, du hast Ja, hochgezielt. Diana liegt seit locker einer Minute rum. Ich glaube, diese AK. Ach nee, doch nicht. Die Nein, wollen nein, wir der rennt da irgendwo unten die ganze Zeit rum, aber der macht irgendwie gar nichts gerade gefühlt. weiten. Two guys upstairs, man. Go. Jo, hol's ein Warm upstairs. Move. Manche Leute können sich nicht bewegen.
Es sind zwei Leute oben. Eine bessere Chance wirst du nicht kriegen. Er ist tot. Ja, schießen sie, bevor das Heil aufläuft. Was? Ich glaube, er versucht es zu locken. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass dieser Mann einen Team Secret Anhänger hat und ein Eisbären. Das Black Ice hat da nichts auszusagen, ja? Der muss richtig Skill haben. Ja, merkt man. So, warum safest du in fucking Casual? Ja, der wollte seine AWP behalten. Dein AWP behalten? Das ist mein bisschen Counter-Strike! Leck mich! Ja, den hatte ich drei Runden hintereinander, einmal in meinem Team, zweimal im Gegnerteam, der hieß Mohammed bla 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 und der hat nichts gemacht, außer durch Fenster zu starren, bis die Zeit rausgegangen ist. Das ist so gut. Ich war sehr kurz davor, einen Teamkill zu machen, einfach nur, weil ich die Schnauze sowas von voll hatte. Und so jede Runde, so 2 Minuten übrig, das ganze Team ist tot, er steht da, guckt auf den Fenster. Alter. Mann, dann Mensch. Lang. Die letzten 10 Sekunden, er sprintet rein, stirb. Danke. Ich glaube, die Leute können die Zeitanzeige oben mal nicht sehen. Ich meine, ich blende das dem bewusst aus, aber... Ich hänge Rumsbums an die Uhr. Er wird rushen. Der Typ wird sowas von rushen. Lass euch nicht überraschen. Nicht überraschen vom Waschen? Ja, der könnte überraschend sein. Wann ist die Grund-COD-Kette überhaupt noch? Was? Rusher? Ja, also, ja, eigentlich schon. Grundsätzlich, ja. Hab mich, aber ich hab den anderen erwischt. Unser Rekrut spielt echt gut. Der Tom, direkt vor dir in dem Raum befindet sich ein sogenannter Nomad. Das ist ein sogenannter Operateur. Oh, wir haben eine richtig gute Waggy. Ohne Witz jetzt. Also hier, Ping, auf Ping, Tom, auf Ping. Er rennt zurück, das ist ein Glas jetzt. In der Tür, sitzt in der Tür der Glas, ist wieder rausgegangen. Ist wieder rausgegangen. Unser Rekrut hat ihn angeballert. Sehr gut. Ich bin raus aus der Kamera, ich bin aufeinander. Hier ist viel zu viel los. Nomad hier. Am Ping. Glas liegt in der Tür. Glas liegt in der Tür. Geh nicht hin. Geh nicht hin. Glas ist nach links weg. Ich höre hier jemanden rumrennen auf der Kamera. Ja, wir haben den. Was? Glas ist tot. Nomad stellt am Getränkeautomaten. Wendig. Nice. Macht wieder keiner die Laserschranken an, wenn sie am ausgehen. Sind die überhaupt reingekommen, diese Runde? Hatten die eigentlich Granaten eingesetzt? Nee, ne? Was ich wüsste. Ich hab keine gesehen. Also nicht mal Glas hat Granaten geworfen.
Der hat sich da die ganze Zeit mit Tom und dem Rekruten gebettelt. Ach, siehst du mal, ich hab den gar nicht angehittet. Ich dachte, ich hätte ihn gehabt. Interessant. Okay. Ach, der nimmt absichtlich Rekrut, okay. Ja, spielt gut. Nein, wenn er dann am besten klarkommt. Auch wenn ich nicht wüsste, warum man den Rekruten nehmen sollte. Es gibt keinen Grund. Am Angriff ja, der Verteidigung nein. Ach, das war dieser Antidrohnenschild, den der eine hier legt, ne? Eine Drohne habe ich zerstört, die etwas merkwürdig aussah. Bei A. Als Office oder den kleinen Raubstanner? Direkt bei A drin, den. Da, wo du den Dings hingeschmissen hast. Soll ich ein größeres Loch machen? Ich wollte dir was zum Nachdenken geben. Oh! Kali. Genau. Einer genau schießt da durch. Ja. Mit einem Sniper-Reifen. Sieht wie Kali aus. Ein Schildträger wie. Wollen wir im Magazin? Brenn mal schön, mein Freund. Ich hätte die Kali. Außer der Schildträger ist tot. Ich glaube, das war ein. Geh nicht. Geh nicht. Ich habe sie angeschossen und sie hängt. Na, scheiße. Au. John, heb mich mal auf. Ah, zu spät. Komm rein! Danke. Tom, der letzte ist im B, gerade reingerannt. Geradezu. Der Monitor deckt dich nicht. Naja, sichttechnisch schon. Er hat noch ein Grundschild. Der ist in der Ecke. Alla. Ah. Der ist in der Ecke, Tom. Alla. Ja, welche Ecke? Das sind 8 Ecken, Mann. Naja, aber es gab nur eine, die du nicht sehen kannst. Ist das Ihre legendäre Endpose? Ja, ganz toll. Nicht mal ein Zehntel so geil wie Glas, oder? Ich meine, die drehst dich in eine Richtung, lädt durch, drehst dich in andere Richtung und macht das Gewehr hoch. Und, ja. Ja. Offensichtlich müssen Frauen nur posen, damit sie so gut aussehen oder so. Wakeby hat eine sehr geile, muss ich sagen. Ibana schießt mit einem Pfeil durch die Gegend, was auch nicht gerade verkehrt ist.